Gut? Perfekt. Also hallo zusammen, herzlich willkommen in die Reihe von Vorträgen gleich. Ich heiße Mohammad Chehadi, ich komme aus der AWTH Aachen. Ich leite ein Center for Circular Economy der AWTH Aachen und werde gleich ein Thema kurz vorstellen. Das Thema ist Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft, ein bisschen schwierig zu orten hier in Recyclingmesse, Technikmesse Recycling, weil Kreislaufwirtschaft hat ihr Ziel eigentlich Recycling und das Ganze zu vermeiden und alles wieder in den Kreis zu führen. Aber natürlich Recycling gehört dazu. Warum gibt es Kreislaufwirtschaft? Warum machen wir Recycling? Weil wir eine bessere Erde haben möchten für Zukunft, für unsere zukünftige Generationen und so weiter. Wie machen wir das und was ist denn in letzter Zeit passiert eigentlich? Da gibt es immer diese schönen drei Begriffe: Effizienz, Konsistenz und Suffizienz. Das machen wir seit 50 Jahren. Also Effizienz heißt weniger Ressourcen, Konsistenz schließen von Kreisläufen, Suffizienz ist langsamer, weniger und besser. Was aber wichtig ist, wir treiben immer eine bessere Qualität des Lebens zu haben. Aber normalerweise ist sie verknüpft mit Verbrauch von Rohstoffen. Und das müssen wir entkoppeln. Und genauso Verbrauch von Rohstoffen mit dem Naturverbrauch. Also das heißt, wenn wir das hier entkoppeln, dann vielleicht wäre das ein Schritt besser. Weil vielleicht Sekundärrohstoffe wären noch eine bessere Lösung. Und das Ganze natürlich führt dann so ein Circular Economy oder Zirkularität, Kreislaufwirtschaft. Der offizielle Begriff kann man im Internet sehen, es gibt 10.000 andere Begriffe. Was ich immer nett und schön finde, ist, wenn man Circular Economy via die 9R-Strategien definiert. Die 9R-Strategien sind die sogenannten Recycle, Repurpose, Refuse, Reuse, Rethink, Reduce und natürlich sehr wichtig, Umdenken, Rethink, das müssen wir immer haben und das müssen wir immer machen und deshalb können wir auch selber anfangen. Da gebe ich gleich ein paar Beispiele. Aber diese Begriffe, wenn wir damit anfangen, können wir vielleicht Zirkularität erreichen. Öfter kommen Firmen, Personen, Einheiten zu mir und sagen, wie können wir starten? Wir haben diesen Plan. Denken Sie, das ist eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft? Öfter ist eine gute Lösung, aber da fehlen immer Sachen. Am einfachsten, wenn man diese Liste von den 9R-Strategien nimmt und sagt, okay, habe ich jetzt Rethink, Refurbish, Repair, Recycle bei mir? Wenn alle Check, 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 Check gemacht, dann kann man sagen, okay, jetzt habe ich alles versucht, um den Kreis zu schließen. Gut zu wissen ist, wir haben jetzt laut der EU 14 Ökosysteme in Europa definiert. Es ist gut, dass wir jedes Ökosystem verstehen und zu wissen, wie können wir arbeiten. Circular Economy, wieder den Kreis zu schließen, können wir nicht manchmal in ein System. Das ist unrealistisch. Wir reden manchmal von einer Zero Waste Policy, aber wir wissen alle, dass es unrealistisch ist. Aber was realistisch ist, dass der Müll oder Abfall von einem Kreis könnte ein Rohstoff oder einen wichtigen Wert haben in einen anderen Kreis. Deshalb wäre noch besser und super, wenn wir die 14 Ökosysteme miteinander verbinden. Wenn das klappt, dann sind wir auf dem Weg zu einer richtig nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Nochmal hier die Ziele, also hier sieht man die SDGs, die Sustainable Development Goals, die EU. Für uns als Center for Circular Economy, aber auch Fan von diesem großen Thema, Kreislaufwirtschaft ist die neue Nachhaltigkeitsstrategie, die ersetzt die Strategie. Deshalb ist Kreislaufwirtschaft auch in jede von diesen SDGs integriert. In Deutschland und Europa ist das natürlich auch ein hochpolitisches Thema in der letzten Zeit. Zum ersten Mal wurde Circular Economy konkret in einem Koalitionsvertrag zum Beispiel erwähnt. Noch ein dritter Punkt. Kreislaufwirtschaft hat eine sehr starke Verbindung mit der Gesellschaft. Zu guter Letzt auch braucht der Zusammenarbeit von allen Bereichen zusammen. Was heißt das? Manchmal gibt es Unternehmen, die eine tolle Lösung finden. Ja super, mit denen können wir 100% Zirkularität erreichen. Aber dann
keiner von der Bevölkerung oder von den Bürgern möchte das nutzen oder kaufen, dann bringt er nichts. Und manchmal sehen wir sehr tolle Initiativen von der Bevölkerung, aber gibt es keine Lösung. Und manchmal genau von, in dem Forschungsbereich, was wir an der Uni machen, wir haben die sogenannte Valley of Death. Das heißt, wir haben eine tolle Lösung, aber der nur ein paar Gramm ins Kreis führen kann. Das bringt dann wieder nichts. Deshalb, um Zirkularität zu erreichen, brauchen wir alle Bereiche zusammen, alle Akteure von Politik, von Forschung, Bevölkerung und, und. Ja, was ist unsere Vision im Center? Warum wurde dieses Center gegründet? Ein multidisciplinary und interconnected circular economy zu allen Fakultäten der AWTH. Das heißt, wir sind ohne Ausnahmen alle Fakultäten, das zeige ich gleich. Wir wollen die Rolle spielen, ein Leuchtturm zu sein für das Thema und das zusammenzufassen in Bereiche, da Kreislaufwirtschaft sehr breit ist, haben wir über drei Säulen entschieden. Einmal der Wiedergewinnung von Material, zweite nachhaltige Produkte und der dritte ist zirkuläre Geschäftsmodelle. Die drei sind die Säulen für unser Center for Circular Economy. Und nochmal zu unseren Fakultäten. Wir haben hier die Fakultät 1, Naturwissenschaften, Mathematik, Chemie und, und. Dann Fakultäten 2 und 3, die Architektur- und Bauingenieurwesen. Hier geht es in Richtung Baustoffe, aber auch nachhaltiges Bauen. Wir sind 60% der Abfälle sind von dem Bausektor eigentlich. Was machen wir da? Das ist auch ein Riesenthema. Und hier ist nochmal, warum brauchen wir andere Fakultäten? Weil wir wissen wahrscheinlich alle hier, manchmal gibt es Lösungen, aber die wir wegen Gesetz oder Regeln nicht, verwenden dürfen. Das ist dann, kommt Fakultät 7 mit dem Institut für politische Wissenschaft, um da aktiv zu sein. Dann haben wir die Fakultäten 4 und 5, Maschinenwesen, Georessourcen. Die Verbindung hier ist klar zur Kreislaufwirtschaft, genauso auch Elektronik, Elektrotechnik und Informationstechnik. Fakultät 7 hat nicht nur die politische Wissenschaft, aber sogar Sozialwissenschaft, Themenakzeptanz. Nachher kommt vielleicht den Vortrag über 100 Smartphones. Ein Thema ist, warum recyceln wir Handys nicht? Wir haben mehr als 80 Millionen Handys, die sogenannten Schubladen-Handys, die wir zu Hause haben. Sogar ich als Treiber von Kreislaufwirtschaft habe ich auch ein Schubladen-Handy zu Hause. Warum recycle ich das nicht? Ist das Datenschutz? Ist das emotionale Wert? Eine klare Frage, Antwort kann ich auch noch nicht geben. Aber, und ich bin auch jetzt selber in die Phase, mein Handy ist 4 Jahre alt, muss eine neue kaufen. Soll ich aber eine kaufen oder leasen? Ja, leasen ist besser für die Umwelt, aber wenn man das rechnet, ich habe schon gestern Samsung gesehen, 30 Euro pro Monat, ja, dann kaufe ich mir eine neue und dann in 2 Jahren muss ich nichts mehr zahlen. Es muss irgendwann auch sich lohnen, wie hoch ist unsere Bereitschaft, dann wieder zum Thema Akzeptanz, mehr zu zahlen. Wenn jetzt ein Handy statt 500 Euro 510 Euro kostet und von grün oder recycelte Stoffe kommt, würde ich das bezahlen? Ja, auf jeden Fall. Aber wenn es kostet 1000 Euro, dann wahrscheinlich die meisten auch nicht. Das sind Fragen, die wir täglich uns beschäftigen. Also nochmal, Fakultät 8 dann, finanziell, also Wirtschaftswissenschaft, ohne finanzielle und erfolgreiche Geschäftsmodelle bringt das Ganze nichts. Da kommen große Unternehmen, sagen, also jetzt ein Beispiel, das ich geben kann, BMW in München, die hatten das Autosharing in München. Jetzt nicht mehr. Warum nicht? Ich vermute, weil das finanziell für den nicht positiv war. Aber obwohl, wir wissen alle, Leasing ist der Weg zu einer nachhaltigen und zirkulären Zukunft. Aber auf einmal kommt eine Riesenfirma und sagt, ja, wir machen kein mehr Autosharing. Ja, wo ist das Problem? Wahrscheinlich finanziell, vielleicht was anderes. Um alle diese Probleme zu decken, brauchen wir alle Bereiche, aber eine Uni reicht auch nicht, deshalb müssen wir alle Akteure einbinden. Wir haben hier in der Center for Circular Economy auch eine starke Kooperation mit der Stadt Aachen und die haben Circular Cities Declaration unterzeichnet, die sind Teil der 100 klimaneutrale Städte. Wir haben auch seit Januar die erste Stelle, die halb Stadt, halb Uni ist, bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Aachen, genau um diese Partnerschaft, diese
Zusammenarbeit zu verstärken. Und das brauchen wir. Wir wissen jetzt zum Beispiel Aachener Stadtbetriebe, wie viel Müll geht wo, von wo, und wir können sagen, okay, vielleicht können wir hier eine alternative Lösung anbieten. Das könnte klappen, aber dafür müssen wir mit der Stadt mehr arbeiten. Was sind unsere Operationen? Wir sind auf 5 Ebenen aktiv. Erstmal durch Uni, das heißt Lehre. Aber hier besonders noch eine Herausforderung, weil Lehre, Fakultät übergreifend, verschiedene Bereiche ist nicht einfach, aber da wollen wir hin, in der Zukunft ein Masterstudium oder Bachelorstudium aufzubauen. Innovation, Innovation Center, das sind die Projekte, die wir gerade mit der Stadt, aber auch mit Industrieunternehmen machen. Wir bauen auch ein Netzwerk mit verschiedenen Akteuren. Vierter Punkt ist Sensibilisierung zum Thema, hier wieder Bevölkerung, Akzeptanz. Und zu guter Letzt eine Einheit für Transfer. Unser Ziel ist nicht, Konkurrenz innerhalb der Uni oder auch mit anderen Einheiten zu tun. Wir wollen eigentlich mit allen kooperieren, weil nur so funktioniert das. Das heißt, für alle diese Punkte müssen wir miteinander arbeiten. Obwohl jetzt, wir reden über Wuppertal-Institut, wo wir auch, die sind auch Leiter in diesem Thema Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft oder auch verschiedene Incubator, Circular Valley, was auch in Wuppertal sitzt, oder Innovation in Aachen. Der Collective Incubator, es gibt viele andere und da sind wir aktiv. Vielleicht zu guter Letzt sind hier ein paar Begriffe, die wichtig für die Kreislaufwirtschaft sind. Mein Vortrag, wie Sie alle hören, ist auf eine, mal sagen, horizontale Ebene. Das ist allgemein, aber die Vorträge, die nach mir kommen, sind dann sagen, die tiefe Richtung in die verschiedenen Bereiche. Da mehr natürlich inhaltlich kann nur begrenzte Sachen sagen. Design for Recycling, das ist eine Lösung für Circular Economy und Nachhaltigkeit. Design for Recycling, Design for Circularity. Nachhaltiges Reusable Recycling Production, das heißt in der ganzen Produktion müssen wir umdenken, refurbish, remanufacture, Design for Recycling, irgendwie integrieren. Das ist auch hier Unterschied zwischen Circular Economy und Recycling. Es gibt keinen großen Unterschied, das ist Teil davon. Die ganze Kette müssen wir decken, Sensibilisierung und zu guter Letzt Transfer. Das war eigentlich mein Vortrag. Nochmal zu die allererste Folie. Das ist für unseren Planet, für eine bessere Erde. Und nochmal auf die 9R-Strategien, die ich erwähnt habe. Die sind eigentlich 10, weil Strategie 0 zählt auch, deshalb 9R, aber die sind 10 Strategien. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin hier für Fragen und später auf den Stand